So, wollen wir in die Mission schauen? Unsere Anwesenheit beunruhigt die Urzerk. Sie sammeln sich bereits, um uns zu vernichten. Okay, Bonusziel gibt wieder 3 Punkte und wir kriegen eigentlich unsere Mutas. Schauen wir eigentlich mal rein hier. Ich kann etwas spüren. Ein uralter Geist. Er schläft. Der Uralte. Ein Urzerk, der Zeuge der Erschaffung des Overminds war. Du willst, dass ich ihn aufwecke, oder? Wenn ihr wahrlich die Macht von Zerus sucht, werdet ihr den Uralten brauchen. Meine Königin, feindliche Urzerk sammeln sich in der Nähe. Sie werden angreifen. Sie möchten euch davon abhalten, mit dem Uralten zu reden. Was werdet ihr tun? Immer das, was meine Feinde am meisten fürchten. Ihr seid auf dem rechten Weg und braucht meine Führung nicht länger. Lebt wohl, Garrigan. Okay. Wir wollen also jemanden erwecken, der mit dem Overmind oder so alt ist wie der Overmind oder älter. Ob das mit guten Dingen zugeht. Oder mit erfolgreichen. Ach, ist egal. Ich hab R gedrückt. Mach weiter. Will er nicht. Ich halt F. Das ist also der Uralte. Um diese Kreatur zu wecken, müssen wir ihr Nahrung zukommen lassen. Hier gibt es jede Menge Biomasse. Wir töten diese Quilgor und unsere Drohnen können das Fleisch ihrer Kadaver verwerten. Sobald die Drohne mit der Verwertung fertig ist, bringt sie die Biomasse zum Uralten. Achtet jetzt! Du dringst in mein Territorium ein! Wir werden dein Fleisch verschlingen! Achtung! Eine große Gruppe Flugeinheiten der Urzerk macht sich bereit, den Schwarmcluster anzugreifen. Mutalisken wiederhergestellt. Bereit für deine Armee. Werden Wächter der Urzerk vernichten. Streitkräfte der Urzerk sammeln sich in der Nähe. Wahrscheinlich werden sie erneut angreifen. Sollen sie es nur versuchen. Okay, was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, vielleicht bin ich einfach nur blöd. Na, was wollte ich sagen? Also die Urzerk sind ursprüngliche Zerg. Also die ursprüngliche Erschaffung von Zerg. Quilgor, wo? Quilgor? Ach da. Wenn ich also jetzt ein Urzerg wäre, wieso sollte ich mir dann einen ja, irgendwie Flugeinheiten halten, weil ich habe jetzt bis gerade gedacht, Urzerg sind oder die Alten sind irgendwie eigenständig Individuen. Unsere Drohne kann die Biomasse dieses Quilgor verwerten. Der Prozess ist langsam und unsere Drohne ist währenddessen und nicht wir müssen sie verteidigen. Eine Einheit oder ein Wesen, was wir müssen was sich diese Biomasse schnell einsammeln. Ja, machen wir ja. Was sich wie Kerbigin halt hier eine ganze Armee untertänig macht. Quasi taktisches Zusammenarbeiten hätte ich jetzt nicht erwartet. Wenn ich ehrlich sein soll. Machen wir 1 2 3 4 5. Das ist etwas, was ich jetzt nicht erwartet hätte. So dieses Denken im Sinne von, oh, ich muss jetzt mir eine Soldaten und Einheiten und bla und blub halten, um damit stärker zu werden. Oder um Krieg führen zu können. Level Upses. Moment. Hab ich nicht. Verwertung erfolgreich. Die Biomasse wird zum Uralten transportiert. Zack.
Da könnte man Außenposten machen. Die Biomasse wurde verzehrt. Der Uralte wird noch mehr benötigen, um zu erwachen. Dann also, such noch mehr, Quilgor Isha. Solange wir nicht pupsen muss ja, davon. Meine Königin. Ah, da haben wir noch ein paar Quilgor. Wie viel brauchen wir denn? 7. Quilgor entdeckt. Wir müssen uns beeilen, wenn wir ihre Biomasse sichern wollen. Dahin. Und du verzehre es, sammle es. Verzehren tut der Fette. Bleibt mal lieber hier, beschützermäßig. Schaben kriegen wir jetzt auch. Mehr Mineralien. Das da brauchen. Ja, ja. Hab's verstanden. Mehr Mineralien. Komm. Nur 5 noch. Danke. Dann kann das nach da. Der nach da und der nach da. Hier nach da. Urzerk nähern sich. Unsere Drohne muss geschützt werden. Ah, toll, Hydras. Oder möchte gern Hydras. Wir sollten Einheiten erschaffen, die fliegende Einheiten angreifen können. Wenn wir Hydralisken oder Königinnen erschaffen, können wir feindliche Lufteinheiten vernichten. Hallo. Sutz. Mann. Schieb das Zeug mal. Hydras. Wie viel können wir machen? 3. Deine Arroganz ist nicht annehmbar. Zeus wird dich verschlingen. Mach nochmal 4. So, komm mal mit. Ich habe nämlich gehört, hier unten soll was zum Happern sein. Gas ist erstmal nicht so das Problem. Dann brauche ich dich. Setz mir mal. Komm erstmal hier hin. Wo ist sie denn? Zack. Zack, passt. So, du hüpfst mal nach hier unten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Könnt ihr mal bitte nach da bleiben? Wer hat dich gefragt? Weißt du was? Gehen wir damit hin. Weiter vorrücken. Das sind nee, Mutas. Hydras können wir aber auch mal bauen, weil Hydras können ja auch beides. Boden- und Luftziele. Warte mal. Kevin, komm mal mit. Der Schwarm ist hungrig. Dich lasse ich lieber da. 300 haben wir. Moment. Zack. Kannst du mir Hydralisken bauen? Habe ich keinen Hydralisken-Bau? Muss ich die mal mopsen? Ah ne, weil der Hydralistenbau sitzt ja hier. Zack. Ihr bleibt mal da. Schwung Zerglinge. Einfach nur zur Verteidigung. Jetzt haben wir den Haber gebracht, ne? Ja, bringen wir gerade. Nummer 3 von 7. Sammeln wir das erstmal. Eine Königin könnten wir gebrauchen. Hab ich doch. Dachte ich mir doch. Schön rauf da.
Schleimi, schleimi, hüpf. Eine nur? Ich bräuchte ein paar mehr. Genau, machen wir zwei. Dich lassen wir da. Dann kriecherst du mal nach da. Die können da bleiben. Packen wir mal da einen Kriecher hin. Der Kriecher kriechert noch ein bisschen. Jetzt könnten... Ja, sehr schön. Wir haben zu wenig davon. Machen wir mal einen ganzen Schwung. Davon. Haben wir nicht irgendwo... Nein. Der können wir nochmal aufwerten. Die können wir generell mal alle aufwerten. Okay. Ah, 1, 2, 3. Sie darf den Uralten nicht erwecken. Zerstört das Fleisch. Überlasst ihr absolut nichts. Ja, Moment mal. Wir müssen sie aufhalten. Unsere Streitkräfte können ihre Stoßtruppen abfangen. Moment mal, junger Herr. So haben wir nicht gewettet. Brax-Streitkräfte vernichten Quilgor-Biomasse. Wir schnetzen uns hier einmal durch. Unsere Streitkräfte werden... Darfst du mal ernten gehen? Ah, perfekt. So. Jetzt kannst du nämlich nach da hüpfen. Du setzt mir noch ein Kackihäufchen. Bitte nach da. Und du krabbelst mal nach da. Dahin, habe ich gesagt. So, schafft's es. Ja, 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 sie kommt durch. Was bist du denn? Ich mit über irgendwas. Okay, Moment, komm mal mit. Unsere Streitkräfte werden. Bewegen Sie Kerrigan hier hin. Okay, Kerrigan. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ja, ich habe gehört, du sollst da mal hin. Kannst du das mal bitte? Ich spüre etwas in der Nähe. Ja, ja. Urzerk. Aber es ist klein. Teich mit Uressenz. Mächtige Sequenzen. Erreichen, Essenz absorbieren, stärker werden. Ich fühle mich stärker. Ist dies die Macht, von der Zeratul sprach? Unsere Drohne wird angegriffen. Wir sollten Eskorten bereitstellen, damit sie die Biomasse sicher abliefern kann. So, das kriegen wir hin. Und ab jetzt hat sie ja ihren Schleim, auf den sie krabbeln kann. Wir haben die Hälfte der Biomasse gesammelt, die zur Erweckung des Uralten nötig ist. No. Brax-Streitkräfte vernichten Quilgor-Biomasse. Ja, kriege ich mit. Ich höre. Kerrigan, du bleibst mal hier. Hier kommt mal mit. Nach da. Und du kannst mir jetzt eigentlich mal ein paar Hydras, Hydras erschaffen. Während du mir noch ein paar Wir brauchen mehr Overlords. Davon erschaffst. Genau. 1, 2, 3. Zack. Und nee, hier. 1, 2. Einmal dadurch arbeiten, bitte. Also auch.
Einmal da sammeln und hier irgendwo müsstest du. Da ist sie wieder. Krabbel mal dahin. Kannst du es nämlich einsammeln. Sehen wir hier noch irgendwo einen Teich? Nee, das ist nur Fleisch. Guck mal hier. Kerrigan, komm mal kurz mit. Wir gucken mal, ob wir irgendwo noch einen Teich finden. Eine Drohne wird von Bracks Streitkräften angegriffen. Wir haben nicht viel Zeit. Mal schauen, ob wir noch irgendwo so einen Teich finden. Unsere Streitkräfte. Mach mal direkt mal 7 davon. Weiter vorrücken. Nichts stellt sich mir in den Weg. Los jetzt. Lasst uns das hinter uns bringen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Moment. Die Urzerg greifen Quilgor-Biomasse an. Ja, können sie ja. So, begleite ihn mal. Und du, Schleimischleim, hüpf mal hier hoch. Und dich. Wer hat dich gefragt? Brauche ich noch zum Essenz suchen.